Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Star Trek Online Klingonen. Und heute sind wir in einer neuen, Ola Frickman ist nun auch ein Triple. Dankeschön für den Follow, you! Ola Frickman, Freaky Man. Ja, Ola Freaky Man. Sorry, hab das I übersehen. Hab es ein bisschen kleiner hier. Ich muss den Chat mal ein bisschen kleiner machen. Dann kann ich das ein bisschen größer machen und sehe ein bisschen mehr. So. Also, wir machen heute hier unseren Klingon weiter. Und ich muss vor allem mal hier wieder in-game Sound einstellen. Dann habe ich letztes Mal ein bisschen was rumgestellt. Das ist ja, ich mache mal alles hier auf 25%. Dann habe ich mal so einen Anhaltspunkt, was ich dann mache. 25%. Ich muss das echt noch mit Enter bestätigen, krass. Okay. Anwenden. Was, die ist geil. Was hältst du von der neuen K6 Vesta? Ich habe sie mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeschaut. Ich bin, in die Flotte einladen. In welche? Kann ich dich... ich lade dich mal in die Klingon ein. So, die K6 Vesta, ich habe sie mir noch gar nicht angeschaut. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt nur auf Facebook gesehen, dass die Posts natürlich, verteilt wurden. Aber ich habe sie mir noch nicht angeschaut. Ich bin echt noch nicht dazu gekommen. Und ich muss auch ein bisschen gestehen, momentan suchte ich abends Netflix, aber sowas von. Ich gucke mir momentan wieder so die Star Trek Folge an. Ich habe jetzt Enterprise durch und fange jetzt TNG von vorne an. Und wenn ich sage, ich suchte, dann gucke ich mir schnell mal 10 bis 15 Folgen am Stück an. Und wenn ich es auf dem Computer, wenn ich mal aufs Klo muss, dann nehme ich es aufs Klo mit und guck über Handy. Also momentan suchte ich unheimlich viel Star Trek, weil ich einfach auch so geil bin auf die neue Serie. Okay, das gucken wir uns später an. Also auf jeden Fall, was die Weste angeht, da sind wir natürlich am Donnerstag wieder voll im Thema dabei. Und es kommen auch 3 neue Klingon-Forschungsschiffe, habe ich auch gesehen. Muss ich mir mal, wie gesagt, mal genauer anschauen. Viel besser als die neue, als die Vesta ist, dass die Romo- und Kling-Sci-Schiffe, Sky-Schiffe bekommen. Sehr wenig Forschungsschiffe bei den Klingonen, definitiv. So. Enterprise, NX-01, for the win. Ich mag die sehr, aber ganz ehrlich, die letzte Folge. Komm, wir diskutieren mal ein bisschen über die letzte Folge von Enterprise. Währenddessen fliegen wir mal folgendermaßen, denn ich wurde letztes Mal gefragt, warum ich nicht einmal mal bei meinen Klingonen die neue Mission spiele. Hier vom Zeichen und Wundern. Das machen wir einfach mal. Wir spielen mal jetzt mit den Klingonen mal die neue Mission da hier. Und ihr könnt euch entscheiden. Entweder lese ich vor oder wir diskutieren. Weil beides ist immer blöd. Und bis ich ein Feedback von euch habe, ob wir lieber talken wollen oder ob ich lieber vorlesen soll, tue ich mal da hier mal vorlesen, bis ich Feedback von euch kriege. So, die Lucari haben ein ungewöhnliche Aktivität in einer unerforschten Region des Alpha-Quadranten entdeckt. Die Daten deuten auf einen weiteren Waffeneinsatz von Protomaterien, der stark an den Vorfall erinnert, der sich vor kurzem auf Draconis 3 ereignet hatte. Dann wäre ein weiterer Planet durch die Waffen eines Feiglings zerstört worden. Die IKS Core wurde ausgeschickt, um die Untersuchung der Lucari zu unterstützen. Wir möchten, dass sie sie begleiten. Falls sie Zenketi damit zu tun haben, dann könnte es zum Kampf kommen. Sollte es dazu kommen, dann muss das Reich ihn gewinnen. Es gibt ja mittlerweile den Impulsantrieb und den Deflektor gibt es ja mittlerweile schon. Als nächstes gibt es dann das Shield Array. Damit kann ich zumindest ein bisschen das Schiff ausstatten. So, akzeptieren. Hey JP und danke für die freundliche Anfrage. Ist der JP auch hier? Xervok 1 ist nun auch ein Dribble. Dankeschön für den Follow. Thank you. Thank you very much. Wo ist denn JP? Hä? Xer83, wo ist JP? Ist der JP auch hier? Hallo. Habe ich den in einem Chat? Lese ich den hier irgendwo nicht? Ich muss es mal kurz gucken, kann ich eigentlich... Twitch sagt, er schaut zu... Was? Ach, da ist er. Hahaha. Das funktioniert ja wieder. Weder Twitch noch YouTube hatten es nötig, mich zu benachrichtigen. Nur Hitbox hat mir eben nach 24 Minuten eine Mail geschickt. Saftladen. Aber keine Angst, Tiberius. Ich habe erst Krupp
vor 4 Minuten angefangen. Ich habe ein bisschen später angefangen heute. Das heißt, ich glaube, dass diesmal ist groß gar nicht zu spät gekommen. So. So, also wir spielen die Mission mal. Weil, wie gesagt, es wurde sich gewünscht, dass wir hier bei den Klingonen mal unter Tevis 1, 2, 3 ist und auch nochmal ein Triple. Was ist denn heute los hier? Mando! Auf jeden Fall, dass wir heute mal die neue Mission spielen. Und das machen wir auch gleich mal. Ich muss die mal zur Hauptmission machen. Hauptmission machen. So, und dann müssen wir zum Brotkrümel. Wir müssen zum Brotkrümel. Da fliegen wir jetzt hin. Und holen uns passt ja zum Tiberius JB. Wir fliegen zum Brotkrümel. Wie ist denn das? Das ist doch eigentlich ein geiler Rang, ne, Tiberius? Von bei der Flotte, die Brot. Da wären doch eigentlich die Neulinge als Rangbezeichnung Krümel. Das wäre eigentlich ideal. Das wäre es eigentlich echt. Das finde ich eigentlich geil, ne? Krümel, Keks, Stulle, Leib, Kastenbrot. So, Beginn von Zeichen und Wunder. Wir wollten ja über die Dings reden. So ungefähr ist es auch. Na, dann schreib mal, Tiberius, dann schreib mal, wie heißen denn da die Rangsysteme? Wie heißen da die Rangsysteme? Schreib mal. Da ja, mal, guck mal. General Rodek. Kavanen-Commander, ich bin General Rodek, Sicherheitsberater für die Lucari. Das Reich ist davon überzeugt, dass die Zenketi für diesen Angriff verantwortlich sind. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, dann müssen wir uns auf einen Kampf mit ihnen einstellen. Haben Sie Fragen? Nö. So, Lucari treffen. Ja, letzte Folge Enterprise, die habe ich mir gestern Abend angeschaut. Also ich habe sie schon öfters gesehen, aber ich habe jetzt halt die komplette Serie wieder durchgesuchtet. Und ja, also einerseits finde ich es geil, dass sie versucht haben, diese Verbindung reinzubringen zwischen TNG und Enterprise. Dass halt im Prinzip Riker auf dem Schiff war und dieser Grundgedanke, dass halt im Prinzip Riker das als auf Monodeck erlebt und so weiter, fand ich sehr interessant und ich fand auch die Stellen interessant, wo Riker als Koch also in der Küche war und mit den Leuten geredet hat. Fand ich sehr geil. Das war's dann aber auch schon. Das war's dann eigentlich auch schon. Ich grüße Sie, Commander. Ich bin Captain Kumarke von Lucari-Raumschiff Reskava. Ich danke Ihnen, dass Sie sich uns heute anschließen. Eine unserer langstreckigen Sonden hat vor kurzem Protomaterieaktivität in diesem Sektor erfasst. Wir glauben, dass es sich hierbei um die Detonation einer Waffe handelt. Wir sollten unsere Untersuchung damit beginnen, dass wir eine Kurzstreckensonde zu den nahen Planeten senden. Verstanden. Und ich finde immer noch, das Schiff sieht geil aus. Da kann man sagen, was man will, das Schiff hat was. Da gibt es deutlich schlechtere. So, wir müssen in die Reichweite des Planeten und dann, schon eine Sonde losstarten. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, in so ziemlich jedem, in so ziemlich Brotmaterie, nennt man auch Teig. Also bei Enterprise ist mir aufgefallen, dass eigentlich ist in so ziemlich jeder Episode, in der ein Raumkampf war, gab es auch Außenaufnahmen vom Schiff während dem Kampf. Da wurde nicht gespart. Bei der letzten Folge war es so, dass Außenkämpfe waren, zum Beispiel als sie dann, es gab ja bloß einen Außenkampf, kurz bevor die Bösen auf das Schiff gekommen sind und versucht haben, hier nochmal Shran zu finden. Die wurden angegriffen, es gab auch einen Kampf, man hat aber nichts gesehen, da hat man richtig gemerkt, dass die nochmal versucht haben, bei der letzten Folge auch noch Geld zu sparen, indem man einfach keine Special Effects mehr macht. Fand ich sehr schade. Hier wird gerade im Ingame-Chat geschrieben, moin moin, gibt es heute wieder eine Sendung? Bin schon live. So. Die Sonne ist unterwegs, die Atmosphäre des Planeten ist jedoch so dick, dass sie einige Zeit benötigen wird, um durch die Interferenzen hindurchzudringen. Während die Sonde ihren Auftrag erledigen, sollten wir Daten von dem Mond des Planeten sammeln. Es gibt auf mindestens einem der Monde Hinweise auf einen Brotmaterie-Einsatz. Das sollten wir uns unbedingt genauer ansehen. Und vor allem, einerseits sparen sie sich die Kampfaufnahmen, andererseits tun sie die Enterprise-D digital da reinbasteln, was dann eigentlich wieder dagegen spricht. Oder sie haben einfach nur ein begrenztes Budget gehabt und haben sich gedacht, machen wir lieber die Enterprise-D rein und dafür keine Kampfaußenaufnahmen. Wie merkwürdig, hierbei handelt es sich um einen Klasse-Y-Mond. Ja, verstanden.
Also ich habe den Mission schon gespielt und auch alle Texte gelesen. Also ich sehe zwar jetzt mal nach Durchklicken aus. Es ist noch blöd, wenn man talken will und gleichzeitig Texte lesen will. Deswegen versuche ich immer, mich für eins zu entscheiden. Und ich bleibe gerade lieber mal bei der Final-Folge von Enterprise. Und ja, also wie gesagt, auch die Szene, also ich weiß nicht, ob ihr alle das schon gesehen habt, die letzte Folge. Ich meine, immerhin stirbt ja jemand, ne? Aber die Szene, in der MC kurz bevor er stirbt, ich sage jetzt nicht mehr, finde ich ein bisschen billig gemacht. Ich meine, wenn man sich die ganzen Folgen davor anschaut, dann sind die Kriegen, alles, was die durchgemacht haben, viel schlimmere Momente haben die durchgemacht, ohne dass sie eine opfern musste. Und dann macht er das einfach so nach dem Motto, ja, komm, schlagt mal nieder und ja, ich kill mich jetzt. Ne, ich weiß nicht, ich fand das so billig, als ob sie noch mal ein bisschen Dramatik zum Schluss reinbringen wollten. Ah, ich weiß nicht, die haben sich so viel Potenzial mit dieser Idee, dass Riker dabei ist und alles, so viel Potenzial verschossen, dass es wirklich eine leider traurige Folge geworden ist, in Form von schlecht. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die zwei Folgen davor, wo es mit Terra Prime, wo mit dem Kind von Trip und T'Pol, das waren ja richtig gute Folgen eigentlich, ne? Und dann hauen die so ein Ding hinterher. Schlecht. Einfach nur schlecht, schlecht, schlecht. Du findest das Ende sehr offen. Ja, das Ende ist offen. Einerseits wird es beendet, weil die Enterprise wird eingemoddet. Also diese NX-01 wird eingemoddet und das heißt, von der Hinsicht gibt es einen Cut. Andererseits, viele Sachen, die eröffnet werden, Föderation wird gegründet. Gerade zum Schluss wird dann auch gesagt, mal gucken, er bekommt angeblich ein neues Schiff und so weiter. Ja. Ja, also eine traurige Folge war es, definitiv. Ich fand sie nur schlecht gemacht. Also, sie hätten ihn jetzt sterben lassen können. Aber anders. Durch einen Unfall oder sowas. Durch einen Unfall bei dem Versuch. Das war einfach so sinnlos, dieser, man, wie soll ich es erklären? Ja, der Tod war einfach stumpf, sinnlos, ohne Ende. So, das Scan ist im Gange. Es handelt sich um eine Klasse L-Mond. So, Telemetrie einsammeln. Ach, mir kribbelt gerade die Nase. Du kennst kaum Enterprise-Folgen, musst aber sagen, die Schockwelle-Doppelfolgen sind gut. Es sind eigentlich ab. Also die Sindhi-Staffel, also die dritte Staffel ist allgemein sehr gut. Es sind sehr interessante Folgen dabei. Und die vierte Staffel hat allgemein auch nochmal sehr interessant. Ich fand halt die, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber wo die Folge, wo die Klingonen die Augment-DNA rumgebastelt haben, die finde ich sehr gut. Ich finde, wie ich sagte, dann die Folge mit Terra Prime, das war die vorvorletzte und vorletzte Folge, finde ich gut. Also gerade die letzten Staffeln, die haben sehr interessante Folgen. So, dafür haben wir so bla bla bla. So, wir müssen auf Warp gehen. Wäre cool, wenn der Romulanische Krieg noch behandelt werden würde. Ich hoffe ja sehr stark, dass bei Discovery der Romulanische Krieg mit auftaucht. Aber auf jeden Fall werden ja anscheinend Klingonen auch eine sehr große Rolle spielen, wenn schon drei Klingonen als dauerhafte Festrollen vorgestellt wurden. Das heißt ja, wenn ja die Klingonen mal in den ersten ein, zwei Folgen vorkommen, dann stellt man die nicht schon groß die Schauspieler vor. Wenn man schon die großen Schauspieler vorstellt, dann sind die auch durch die komplette Staffel hinweg zu sehen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine durchgehende Thematik mit den Klingonen. Und zu der Zeit waren die ja keine Freunde. Also glaube ich nicht, dass die drei Klingonen bei der Föderation sind. So, Tiberius JP. Rangsystem bei Die Brot. Brotkrümel, Juniorbrot, Seniorbrot, Flottenbrot, Einkaufsbrot, Adminbrot, Papa und Mamabrot. Und wo ist Kastenbrot? Du mochtest die erste, zweite und vierte Staffel. Die dritte war die, ja, mit der Vergangenheit. Das fand ich nicht so toll. Die dritte Staffel war der Xindi-Krieg. Aber stimmt, da waren noch einige temporale Sachen dabei. Mit den, temporalen Agenten und so weiter. Obwohl ich die Folge mit den Akul so reingequetscht auch ein bisschen komisch fand. Kaum war die Xindi-Geschichte vorbei, dann war das rum und dann schon sind sie vergangen, müssen den nächsten großen Fight machen. Okay, danach ist der temporale Krieg vorbei, aber
Ich weiß nicht, das hätten die ein bisschen weicher später machen können.